gebärst zu Hause auf dem Boden. Schau, wie weich und bequem es ist. Was? Nein, ich entbinde im Krankenhaus. Nein, Schatz, das wirst du nicht. Wir haben keine Versicherung. Kevin, wovon redest du? Ich habe während meiner Schwangerschaft Häuser geputzt, um für die Versicherung zu sparen. Ich habe dir das ganze Geld gegeben, damit du alles erledigst. Ja, aber ich habe es für etwas Nützlicheres ausgegeben. Schau aus dem Fenster. Ein Auto? Du hast ein neues Auto gekauft? Nicht nur ein Auto, ein Cabrio. Komm schon, ich nehme dich mit. Vor einem Jahr hat mich meine Mutter angefleht, Kevin nicht zu heiraten. Sie sagte, dass ich wegen seiner Leichtfertigkeit leiden würde. Schau, ist es nicht perfekt? Dieses Baby war mein Lebenstraum und jetzt ist es meins. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Wir müssen dringend ins Krankenhaus. Was ist passiert? Das ist das erste Mal seit 6 Monaten, dass ich die Bewegungen des Babys nicht spüre. Ohne Versicherung werden uns die Ärzte eine unbezahlbare Rechnung ausstellen. Wir könnten das Baby verlieren. Nun, vielleicht ist es das Beste. Ich meine, Babys kosten so viel Geld, weißt du? Außerdem wollte ich das Baby nie wirklich haben. Es ist zufällig passiert. Kevins Worte brachen mir das Herz. Aber wegen unseres Babys musste ich diese Beleidigung schlucken. Liebling, bring mich bitte ins Krankenhaus. Ich werde später Geld verdienen und die Rechnung selbst bezahlen. Ich verspreche es. Okay, steig ins Auto. Ich zählte die Minuten bis zum Krankenhaus und freute mich, als ich ein bekanntes Gebäude sah. Kevin jedoch fuhr daran vorbei, ohne anzuhalten. Dreh um! Wir fuhren am Krankenhaus vorbei! Ich weiß! Wir gehen nicht dorthin! Bald hielt Kevin in der Nähe eines unbekannten Hauses an. Wohin hast du mich gebracht? Meine Geliebte wohnt hier. Sie ist Hebamme. Sie wusste immer schon von dir. Und jetzt lernst du sie kennen. Ein rothaariges Mädchen öffnete die Tür überrascht. Hallo Schatz, ich brauche deine Hilfe. Hilf bitte meiner Frau, das Baby zu gebären. Dieses Baby wurde noch nicht mal geboren und kostet schon so viel Geld. Klar, Schatz. Ich kümmere mich darum. Bitte ruh dich aus. Die Geliebten von Ehemännern werden normalerweise gehasst. Aber ich war bereit, Kevins geliebte Kim für ihren Mut zu feiern. Sag mir, wie kann ich dir helfen? Ich habe seit einer Stunde nicht gespürt, wie sich das Baby bewegt. Warte. Wir müssen diesen Bastard einsperren. Lass uns jetzt ins Krankenhaus gehen. Die Ärzte haben mich sofort für einen Kaiserschnitt bereit gemacht. Sie sagten, wenn wir 5 Minuten später angekommen wären, hätte das Baby nicht überlebt. Zum Glück kam mein Sohn gesund zur Welt. Eine Geburt ohne Versicherung in diesem Krankenhaus ist sehr teuer. Es gibt jedoch gute Nachrichten. Kevin wurde verhaftet. Und du kannst nach deinem Wunsch über sein Eigentum verfügen. Ich denke, dass das Geld vom Verkauf seines Lieblingsautos die Krankenhausschulden decken wird. Danke, Kim. Ich bezahle die Krankenhausschulden bald ab. Aber ich werde dir immer etwas schulden. Und zwar, dass du das Leben meines Babys gerettet hast. Denke daran. Gott wirkt auf mysteriöse Weise. Du musst nur an Gott glauben, so wie er an dich glaubt.